Leute, ich bin's, CraftyM von The All Gamer 2012 und heute mal wieder ein neues Display. Ja, dann wollen wir auch gleich mal anfangen. Haben wir wieder mal Streife, mal Autobahn diesmal und fahren nicht mit dem Mod, doch fahren mit dem Mod. Falls einer den Mod haben möchte, schreibt in die Kommentare, ich gebe euch den Link. Ja. Und dann müssen wir wieder warten, bis es geladen ist. Ich werde es wieder rausschneiden wie im letzten Mal. Und gleich geht es los. Hoffentlich, zumindest. Ja, und dann geht es los. Ja, wir haben einen Gefangenentransport zu erledigen. Den werden wir gleich mal ausführen. Und ihr seht, hier ist der Mod. Ja, ist FVW Turek. Die Baujahr-Variante 2012 oder 10, weiß ich nicht genau. Also 2010 war es. Ganz als Polizeiversion mit zwei Heckantennen, einem Blaulichtbalken und einer normalen Beschriftung. Und als Kennzeichen hat es NRW 4. Zügig unterwegs, der Gute. Ja, wie das NRW 4 1993, Entschuldigung. Ja, und als Aufdruck. Also mal blau Polizei. Noch Polizei mit. Ich glaube Polizei. So, kommen wir mal zu unserem Gefangenentransport fahren. So. Und ab hinterher. Seht ihr hier, dass es schon ein bisschen dem VW ähnelt. Auch allein schon hinten von der Rücklichtern her. Also die Vorstellung mache ich noch. Wenn ich gerade keinen Gefangenentransport exekutieren muss. Ja, was kann ich noch erzählen über das Auto? Das Auto ist schnell, zumindest für die Bauart schnell. Das ist ein Geländewagen halber, so ein SUV, glaube ich. Und ich muss zwei Dinge Typ hier vor mir weghauen. Und, der war nicht so gut, der Schacht zu. Da bin ich genau hinter mir und ich versuche das hier nach oben zu kriegen. Der war gut. Das Ausbremsen war gut hier hingekriegt. Und doch jetzt Polizei mit Mann. Jo, also wir haben heute ein tolles Angebot. Also ein Zimmer für zwei, Sammeldusche, Großküche und betreute Wohngemeinschaft mit Stacheldraht drumrum. Oh ne, nicht schon wieder. Ich habe den Blinker eingeschaltet, aber Nitro nochmal. Nitro auf der Taste. Wie, also nur die Fangmännertransporter übernehmen oder was? So, jetzt habe ich den noch erstmal ausgebremst, beziehungsweise habe den einen leicht lang gedrückt. Polizei 1! Ganoven! Null. Yes, will Gas geben, damit ich ein bisschen hinterher komme. Und der Unterboden ist nicht detailliert dargestellt, einfach nur weiter. So, mal gucken, wie wir rauskommen. Die Lampe, also die Bremslichter, alles funktioniert auch. Problem ist bei dem Auto, es hat keine Sonderfunktion. Also es ist eigentlich wie ein normales Auto, Platz VW Turek. Ich kann ja mal nach gucken.
ja, sieht man eben, das Geile ist bei dem, du hast halt in die Ansicht so nach von VW. Wie eigentlich lang könnte. Man hat dann hier das Radio und alles sowas. Dann hat man, ja, so richtig geile Spiegel. Die auch funktionieren. Die eigentlich total. Dann hat man eine Multifunktionslenkrad, das eigentlich nichts nützt. Und ja. Also davon kenne ich doch irgendwoher. Fahr mal weiter, aber unauffällig. Nee, fahr mal nicht. Ein Pizzataxi, sonst wird der Abend lang. Nee, das Wort geht Pizzataxi, weil wir jetzt den anderen machen müssen. Das Paket ist unversehrt zugestellt. So, was mache ich jetzt? Ich fahr zurück zum Revier. Aber das möglichst ohne Blaulicht. Ja, und dann zeige ich euch ja, 12 Bordauspuffe. An alle Einheiten. Wir haben hier einen Notruf von einem Rettungswagen, der angeblich überfallen wird. Bitte Kollegen, klärt die Sache auf. Das klingt wie ein übler Scherz. Wenn wir die Typen in die Finger kriegen, dann brauchen die selber einen Rettungswagen. Genau, Ben. Jetzt mache ich euch kalt. Wer auf einen Rettungswagen angreift, darauf verstehe ich keinen Spaß. Und das ist vom Spiel und im echten Leben so. Von daher werde ich jetzt erstmal hier sputen, damit ich den auch noch einen Weg kriege. Ah, okay, das wollte ich so unbedingt. Mem, Semir, gönnt euch auch mal wieder eine kleine Dienstpause und macht uns auf der Rennstrecke das Leben schwer. Wir kommen jetzt ja raus. Ich komme hier nicht mehr raus. Sorry, Rettungswagen. Doch, vorne ist Eingang. Aber ich glaube. Hä? Wie ist er vorgefahren? Ach, von Baum. Wenn ich dem Rettungswagen helfen kann, aber ziemlich. Ja. Ich glaube, ich kann jemandem zwar nicht mehr viel helfen, weil da schon was kaputt ist. Von daher. Und ich habe dem noch. Wie viele Kilometer sind das noch? 1,2. Also wird das gewesen. Nicht. Also sowieso wie ich fahre. Der Abend VW auch bald gehen. Ja, und dann hat es überlegt. So, weil sie müssen jetzt auch die Tür stoppen. Naja, noch der Auto kaputt. So, Autos ganz. Zumindest mein Auto. Nämlich ein Cheater, ein ADAC. Gibt man den ein, hat man Hilfe. So war auch die Data Mama. So war auch kurz hin. Gucken wir lang fahren. Und so ein Rotz im Bus. Ach, du bringst ja durch Frontblitzer der VW. Die wir auch gerade nicht sehen. Ich mach mal eine andere Ansicht. Ich hab's hier nämlich besser für mich. Da war noch ein Rettungswagen. Ich geb jetzt Gas, damit ich die noch kriege. Erwischt, ja. Entwischt, ja. Die Syndikatsmitglieder können auch ankommen. Wenn sie ihre Mission beenden, bevor sie. Du sie rechts und aufhören kannst, sind sie Badeberger. Scheint so, dass uns die Arbeit einfach abgehauen ist. Ja. So, und man sieht das Auto etwas kaputt. Jetzt sieht man auch wieder, dass die Frontflügel vorne beide gehen. Zumindest die gehen sollten. Schau nach vorne, ja. VW typisch. Die Lichter, die Anordnung, das VW-Zeichen, ist der Kühlerfall. Ja, die Kurven ist auch normal. Die Lichter auch. Das kann man noch sagen, ja. Ihre Polizei im Kreis Metz. Wir haben Rettungswagen 13 an die Kollegen der Polizei. Schwer zu glauben, aber
Ja, und ich mache hier das zu Ende und dann sehen wir uns noch im nächsten Teil.